Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend für heute bei unserer neuen Folge von Türkei Aktuell. Gemeinsam mit Oktay Demiral, Redakteur in Neues Leben Yeni Hayat, begrüßen wir heute Mitherausgeberin über Mauern und Stimmen und Aktivistin in der Aktionsgruppe in Köln Stimmen der Solidarität. Bernadette ist heute bei uns. Gemeinsam mit Cornelia Rohr haben Sie das Buch über Mauern und Stimmen herausgegeben. Wir werden darüber ein bisschen sprechen. Und vorher geht es bei uns über die Pressefreiheit und freie Meinungsäußerung in der Türkei. Ich möchte mich vorab bei allen Zuhörerinnen entschuldigen. Ich bin leider ordentlich verkühlt. Ich bin aber sehr bemüht, das Programm auch heute Abend einigermaßen erfolgreich zu Ende zu führen, zu begleiten. Genau, meine Mitdiskutantinnen sind jetzt auch im Stimmen. Herzlich willkommen, lieber Oktay, herzlich willkommen, liebe Bernadette. Hallo, guten Abend. Ich möchte gleich mit der ersten Frage beginnen und wir schauen, dass wir die Dreiviertelstunde mit sehr viel Information befüllen und ausstatten, auch für heute für unsere Zuhörerinnen. Es sind alle auch eingeladen, im Chat ihre Fragen zu formulieren bzw. ihre Kommentare mit uns zu teilen. Damit möchte ich gerne zur ersten Frage überleiten, nämlich vielleicht mit ein paar Punkten vorher. Wir werden im ersten Teil ein bisschen einen Rahmen sozusagen zeichnen über die Rahmenbedingungen und Umstände, in der Pressearbeit in der Türkei zustande kommt, passiert. Ein bisschen einen Überblick und einen Eindruck für die Gesamtatmosphäre im Land geben. Und dann möchten wir gerne auf den Inhalt des Buches über Mauern und Stimmen überleiten und genauer über die Eckpunkte dieses Manuskripts mit euch reden. Genau, also die Pressefreiheit und freie Meinungsäußerung in der Türkei ist durch Artikel 26 der türkischen Verfassung, das war eine Verfassung, eine von der Militärjunta erstellte Verfassung von 1982, wird die Pressefreiheit und freie Meinungsäußerung garantiert, aber ist fortwährenden Angriffen durch die Politik ausgesetzt. Artikel 19 der UN-Menschenrechtskonvention garantiert das Recht jedes Menschen auf freie Meinungsäußerung, was die Türkei ebenso unterzeichnet hat. Doch besonders seit 2016 geht die Regierung sehr hart gegen jede kritische Meinungsäußerung vor. Sogar Social-Media-Einträge können auf Befehl von irgendwelchen Ministern sogar über Nacht mit Verurteilungen und Haftbefehlen zu Ende gehen. Und ich möchte gerne, Oktay, vielleicht dich als erstes fragen, was ist seit 2016 konkret passiert? Ja, guten Abend, Zeynep. Hallo, Bernadette. Hallo. Ich hoffe mal, wir haben wieder eine unterhaltsame Sendung. 2015, 2016 waren teilweise bürgerkriegsähnliche Situationen in der Türkei. Das heißt, da gab es einen großen kurdischen Volkswiderstand. In vielen Städten und so weiter gab es Demonstrationen, viele aufstandsähnliche Bewegungen und so weiter, sodass dann die AKP-Regierung ziemlich unter Druck stand und mit dem Vorwand des Terrorismusbekämpfung viele nicht demokratische Aktivitäten durchgeführt hat. Unter anderem das Verbot von vielen verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften und so weiter. Vor allem nach dem Putschversuch der FETÖ-Anhänger 2016 im Sommer war das dann so, dass dementsprechend ganz viele demokratische oder auch kritische oppositionelle Presse verboten wurde, die auch nichts, auch beim weitesten nichts mit der FETÖ oder mit dieser religiösen Sekte zu tun hatten. Unter anderem wurden vor allem linke und kurdische oder sozialistische Zeitungen, Kulturzeitschriften und so weiter verboten. Evidenziell Kultur ist zum Beispiel ein Beispiel davon und so weiter, sodass dann dementsprechend wir gesehen haben, dass die kritische Presse mundtot gemacht werden soll und alle jegliche Kritik, die sich gegen Erdogan und seine Regierung stützt, egal ob das jetzt die Inlandspolitik oder die außerpolitischen Entwicklungen zeigt, dass dementsprechend dann vieles einfach nur verboten wurde. Und das war die Situation, in der wir uns befanden, als eben man gesehen hat, dass der
dass die Erdogan-Administration dementsprechend ihre Angriffe auf die Opposition verstärkt hat, vor allem die linke Opposition, die außerparlamentarische Opposition und eben auch die sozialistische Presse oder demokratische Presse. Liebe Bernadette, wie siehst du die Entwicklung aus Sicht der kurdischen Presse und Journalistinnen? Weil wir reden von Verurteilungen von bis zu 3 Jahren Haft, Haftverurteilungen. Und wie zeigt sich die Zensur? Also ich möchte nochmal zurückkommen, was mein Vorredner gesagt hat. Also in 2016 oder eigentlich 2015 schon fingen diesen, man kann schon sagen, militärische Auseinandersetzungen in den kurdischen Regionen an. Und natürlich wollten viele, die Journalisten vor Ort, wollten natürlich gern, dass das, was da passiert, dass das die Welt erfährt. Und das heißt also auch, dass man Berichterstattung über, wie das Leben der Bevölkerung ist. Man muss, und viele Menschen hier in Deutschland wissen das nicht, ich wusste das auf jeden Fall vorher nicht, bevor ich das Buch gemacht habe, dass in der Zeit 400.000 Menschen im Land in der Türkei auf der Flucht waren für den Krieg. Und das sind also auch so Sachen, wo man auch mal die Bedeutung für den das einzelne Individuum, was da passiert, was da von Staatswegen passiert, was das für die Menschen bedeutet. Und meine Freunde, die ja kurdischen Journalisten sind, haben mir erzählt, dass es eigentlich dann auch noch verstärkt wurde, nachdem die Friedensverhandlungen, die es wohl vorher gab, ab 2013, nachdem die unterbrochen wurden, also in den kurdischen Regionen. Und zum Beispiel die Freunde, das geht dann so weit, dass Berichten über, wie Frauen Brot backen in Höhlen, weil die Bäckereien es nicht mehr gibt, Berichten über Leichen auf der Straße, die nicht reingeholt werden können, weil da werden Menschen angeschossen, es gab Häuserkämpfe und all über das durfte ja nicht berichtet werden oder man wurde von Terrorpropaganda, vor allen Dingen diese Bezeichnung Propaganda wurde dann schnell benutzt, um Journalisten und Menschen vor Gericht zu holen. Auch in der Zeit, wenn es um politischen Aktivisten geht, da haben versucht in der Region Menschen eine menschliche Blockade zu machen, damit endlich diese Friedensverhandlungen wieder aufgenommen werden. Auch die Menschen sind bis heute, und wir haben ja 22, 6 Jahre später, finden immer noch Gerichtsprozesse statt, wo diese Menschen eigentlich versucht wird, diese politischen Aktivisten mundtot zu machen. Das ist so die Geschichte damals akut. Ich kann da nachher über dem Buch nochmal näher auf die Situation von einem der Journalisten, von Nedim Türfend, eingehen. Aber die jüngste Entwicklung weist darauf hin, dass es heute nicht besser geworden ist. Vielleicht Oktay hat da vielleicht nochmal andere Beispiele, wie es denn heute ist. Mit Name diese Angriffen oder Strafandrohungen für Tweets in den Medien, die ist auch heute noch aktualisiert durch den neueren Regelungen seit Oktober dieses Jahres. Vielen Dank. Eigentlich wäre das sozusagen auch die Überleitung zu meiner nächsten Frage, wo es um das neue Desinformationsgesetz eben geht. Ja. Es ist tatsächlich so, dass man auf Twitter-Postings von zum Beispiel eben kurdischen Politikerinnen, die von vor mehreren Jahren erfolgt sind, dass man auch hier Verurteilungen ausübt, bis eben zu, dass man die Leute einfach auch einsperrt. Vielleicht ein, zwei wichtige Punkte, statistische Punkte. Laut Reporter ohne Grenzen befindet sich die Türkei in der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 149 von 180. Und wir reden von um die 60.000 politischen Gefangenen im Land. Und unter Erdogan wurden durch Notstandsdekrete an die 200 Medien und Verlagshäuser verboten und geschlossen. Und Reporter ohne Grenzen zum Beispiel reden von Repressionen in unbekanntem Ausmaß. Und ja, seit Oktober, eben Bernadette, wie du gesagt hast, seit Oktober 2022 gibt es das neue Desinformationsgesetz. Okta, kannst du vielleicht ein bisschen Info geben, worum es in diesem Desinformationsgesetz es geht? Also
Desinformationsgesetz wird von Kritikern natürlich auch als Zensurgesetz bezeichnet, weil eben genau das damit bezweckt ist. Das heißt, jegliche Information, die ein bisschen an Kritik annähert oder sich annähert, kann direkt bestraft werden. Das ist eine extreme Situation, die wir in der Türkei jetzt haben. Klar gibt es das auch in anderen Ländern, kann man ja sagen. Das heißt, wenn die Regierenden Kritik hören, dann möchten das nicht gerne hören und wollen das dann so gut es geht natürlich verschweigen. Auch in Deutschland erleben wir immer wieder mal so, dass dann unübliche Meinungen dann direkt zensiert werden oder eben als anders oder falsch und so weiter als Fake News bezeichnet werden. In der Türkei ist es jetzt so, dass durch dieses Gesetz vieles, also dieses Paket enthält mehrere Punkte, unter anderem eben, dass dass eine Kommission zuerst mal überhaupt entscheiden darf, wer ist denn überhaupt akkreditierungswürdig und wer darf denn überhaupt Journalist sein. Das heißt, eine Person, die kritisch ist oder für eine kritische Zeitung schreibt oder für eine Zeitung, die jetzt nicht dem Mainstream angehört oder dem AKP-Spektrum angehört, kann durchaus als Nicht-Medien, die sozusagen diffamiert werden und dementsprechend können dann Lizenzen entzogen werden oder auch Presseausweise gar nicht erst ausgestellt werden. Das heißt, erstens haben wir da so eine Zensur, dass die Herrschenden bestimmen, wer darf denn überhaupt Journalist sein oder diesen Beruf ausüben oder so leben oder das schreiben oder sich so bezeichnen. Das ist zunächst einmal eine starke Einschränkung der Meinungsfreiheit. Aber auf der anderen Seite haben wir mit diesem Desinformationsgesetz auch unliebsame Nachrichten sofort zu verbieten. Das heißt, jegliche Nachricht, wie zum Beispiel jetzt speziell der Fall, der dann damals war, ein Bergunglück in einer nordtürkischen Stadt in Bartın, wo bei einem Grubenunfall über 40, 43 Bergarbeiter zu Tode kamen, hat man durchaus sofort eine Nachrichtensperre verhängt, um eben jegliche Informationen, die an die Bevölkerung gehen können, sozusagen zu stoppen. Wir hatten bei unserer letzten oder vorletzten Sendung auch das Thema, wer die Informationen beherrscht, der beherrscht auch, wie die Aktivitäten oder wie die Handlungen, die Folgen werden, dann auch aussehen können. Und genau so läuft es dann auch. Das heißt, wenn man dann eine Nachrichtensperre verhängt und dementsprechend dann dafür sorgt, dass keine Nachrichten überhaupt an die Öffentlichkeit kommen, kann man dann nach und nach die Nachrichten, die man dann hören möchte oder die man dann als richtig denkt und oder zeigen möchte, kann man nach und nach dann fließen lassen über die offiziellen Kanäle und jeder weiß nur noch das, was man hören und wissen soll. Bei diesem Gesetz heißt es dementsprechend, dass Minister oder auch einzelne Personen dementsprechend jede Information als Desinformation, als falsche Information bezeichnen können und direkt zur Anklage bringen können. Das heißt, wenn man eine kritische Berichterstattung macht über ein Bergunglück, macht man sich somit schuldig, eventuell falsche Informationen zu berichten und man schweigt darüber. Das heißt, dieses Gesetz zieht sehr stark darauf ab, dass es nicht nur Zensur ist, sondern dass eine Selbstzensur stattfindet. Das heißt, da man Angst hat, direkt von Präsidenten, von Ministern oder von politischen Leitungen angeklagt zu werden, schweigt man lieber darüber, bevor man dann irgendwas über Social Media verbreitet, bevor man irgendwelche Informationen oder überhaupt irgendwelche Spekulationen zu Worte bringt. Diese Spekulationen sind ja auch vielfältig, muss man sagen. Das heißt, jegliche andere Interpretation einer Mainstream-Meinung oder einer AKP-Meinung ist theoretisch eine Desinformation, weil man eben das nicht so darstellt, wie die AKP das gerne hätte. Sodass dann dementsprechend die Leute durchaus in die Bredouille kommen, wollen wir jetzt das thematisieren und dadurch überhaupt irgendwas in die Öffentlichkeit tragen und uns schuldig machen oder nicht. Das heißt, diese Desinformations- oder dieses Informationsgesetz oder Gesetz zur Bekämpfung der Desinformation, wie das heißt, ist eigentlich ein Zensur- und Selbstzensurgesetz und wird zu Recht dann dementsprechend auch von der kritischen und oppositionellen Meinung dann auch durchaus kritisiert. Entschuldigung, gehe ich recht in der Annahme? Nächste Woche ist ein Verfahren gegen, ich kann den Namen nicht richtig aussprechen, der Vorsitzende der CHP. Ist beim Gerichtsprozess auch wegen dieser, aufgrund einer Verleumdungsanklage, aufgrund dieses Gesetzes. War das aufgrund dieses Gesetzes oder ist das noch eine ältere Anklage? Wissen Sie das? Nee, weiß ich nicht. Aber es ist durchaus so, dass der türkische Ministerpräsident sehr oft Kritiker schon angezeigt hat,
wegen Präsidentenbeleidigung, wegen Amtsbeleidigung oder ähnlichen Sachen, also dass dann dementsprechend das auch in dem Zusammenhang sein könnte. Jetzt genau speziell den Fall weiß ich nicht, aber es ist durchaus jetzt die gesetzliche Grundlage für diese ganze Sache geschaffen worden. Früher hat man das über Präsidentenbeleidigung dann durchgezogen, jetzt kann man das dann mit dem Desinformationsgesetz dann auch viel leichter und schneller durchziehen. Okay, ja, danke. Also die kritischen Meinungen werden auch auf der Ebene der Social Media, also Twitter wird in der Türkei zum Beispiel wahnsinnig intensiv benutzt, ja, im Vergleich zu Deutschland und Österreich. Und insofern sind auch die Messenger-Dienste oder die Internetportale ein Thema. Diese sind nämlich verpflichtet, den Behörden auf Verlangen und Aufforderung nämlich Daten der Nutzerinnen zu übermitteln. Und diese Internetportale und Messenger-Dienste müssen eine Niederlassung und eine Repräsentanz in der Türkei haben und damit unterliegen sie dem türkischen Recht und sind haftbar. Das heißt, es werden, wie vorhin auch ein paar Mal angesprochen, Oppositionspolitikerinnen wegen ihren Tweet-Einträgen von vor mehreren Jahren angeklagt und auch inhaftiert. Bernadette, Oktay hat das vorhin ein bisschen angesprochen. Welche Form von Anschuldigungen geht es bei diesen Anklagen gegen diese Tweets? Also vor allem die kurdischen Politikerinnen hier sind sehr stark betroffen. Also, am besten informiert bin ich über das, was den Journalisten passiert. Und da ist es so, dass es fast eigentlich, ja, wie auch beim bekannten deutschen Journalisten, der Anwalt davon hat mal gesprochen, die Anklage ist so, man nimmt den von den vorherigen Fall und tut es dann in der Anklageschrift und dann steht die in der Anklageschrift, Propaganda für eine terroristische Organisation oder Mitgliedschaft in eine terroristische Organisation. Und darunter kann dann ja vieles fallen. Und viel wird in diesen Sachen, man muss eher sagen, lange Zeit die Menschen, die verhaftet worden sind, die Politiker und die Journalisten seit 2016, die haben erstmal sehr, sehr lange auf überhaupt eine Anklageschrift gewartet. Das gilt für die Journalisten, das galt später auch im Fall Osman Kavala, das war bei mehreren bekannten Fällen, war das so, dass die sehr, sehr lange gewartet haben, bis eine Anklage kam. Und wenn eine Anklage kam, dann stand fast überall das Gleiche rein. Und vermehrt bei diesen Prozessen, die auch mehrfach vor das Europäische Gerichtshof gebracht sind, ist auch immer wieder zu sehen, dass Zeugen oder geheime Zeugen aufgerufen werden, aber Zeugen unter Folterandrohungen ihre Aussagen gemacht haben, wie die später selber bestätigt haben in den Verfahren. Oder die Menschen, die Journalisten und die Politiker, die bekommen überhaupt kein Recht, sich zu verteidigen. Oder bei kurdischen Menschen ist oft das Problem, dass sie nicht in ihrer eigenen Sprache sich verteidigen können. Und es kein Dolmetscher zur Verfügung steht und es dadurch natürlich auch viele Missverständnisse geben kann. Also man kann eigentlich schon generell sagen, dass das in den meisten Fällen unfaire Verfahren waren und jeder Rechtsstaatlichkeit entbehren. Ja, und diese Vorwürfe sind eigentlich, ja, eigentlich haltlos, ganz, ganz grob, ganz, ganz terroristische Propaganda fertig. Ja, und wie kann man sich dagegen wehren, wenn es keine konkreten Beweise gibt? Meistens gibt es gar keine Beweise. Also Ja. man kann vielleicht, man kann ergänzend sagen, also in Ja. der Türkei gehört das eigentlich schon seit dem Militärputsch 80 dazu, dass sämtliche Medien sehr intensiv beobachtet und auch zensiert werden. Wir haben eine Rundfunkanstalt oder ich glaube, das heißt Rundfunkrat, das Dütük, die sämtliche Zensur im Fernsehen oder in der Presse verfolgen, beschließen und durchsetzen können, wo sie ausgehen davon, dass die Moral der Jugend zum Beispiel verdorben werden könnte. Es ist so bizarr, dass zum Beispiel sogar bei Dokumentation, bei Naturdokumentation, Geschlechtsteile von Tieren zensiert werden. Es ist so bizarr, dass Getränke, die auf dem Tisch liegen, die man als Alkohol bezeichnen könnte, verpixelt werden.
sozusagen. Es ist so, dass Zigaretten, wenn bei Nachrichten im Hintergrund jemand steht, ne, da die Kamera zeigt auf ein Feuer in einem Haus, in einem Gebäude, da steht jemand, der gerade raucht. Das wird verpixelt, wie der gerade die Zigarette zu seinem Mund führt. Das heißt, wir haben durchaus eine Zensur, wo die Herrschenden sogar Banalitäten schon als moralische Verelendung darstellen können, das dann machen. Und da ist dann diese Zensur, die man dann dementsprechend sieht, dass dieses Gesetz, das ist einfach nur das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen. Das heißt, es wurde sowieso schon bis heute auch durchgeführt. Jetzt hat man nur die gesetzliche Grundlage geschaffen, um eben die Vorwürfe nach Terrorpropaganda auch untermauern zu können und Medien oder kritische Stimmen direkt mundtot machen zu können. Oder eben auch die zur Selbstzensur zu zwingen, dass sie dann von Anfang an erst gar nicht drauf eingehen. Ich kenne viele, die selber sagen, die bei Facebook oder ähnliches aktiv waren und teilweise auch kritische Sachen geteilt haben, die jetzt überlegen, zwei, drei, vier Mal, bevor sie einen Link teilen oder einfach mal liken, ob sie das denn weiterhin machen möchten. Denn man kann sich ganz leicht zum Täter machen. Durch so ein Gesetz, durch die gesetzliche Grundlage und riskieren, dass man bis zu 3 Jahren Haft bekommt für einfach nur ein Like eines Tweets, für Like eines Bildes oder ähnliches, wo man dann halt nicht mal selber was kommentieren muss, sondern einfach nur das machen muss, wie du ja gerade definiert oder erzählt hast, dass die Behörden oder beziehungsweise dass diese Unternehmen dann auch gezwungen sind, die Informationen zu geben. Nicht, dass sie das nicht sowieso den Behörden gegenüber geben. Auch in Deutschland oder in anderen Regionen ist ja immer wieder mal in Diskussion, ob man dann von Twitter oder Facebook oder Meta und so weiter Informationen bekommt oder an die Behörden weiterleitet oder so. Aber in dem Falle hat man jetzt die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen. Und das ist das Gravierende hier bei der ganzen Sache, dass wir undemokratische Verhältnisse auch noch auf zumindest türkischer Sicht juristisch legalisiert haben und dementsprechend dann diese Zensurmechanismen durchaus dann stattfinden, sodass dann sogar berechtigte Kritik, wie zum Beispiel im Falle der Minenarbeiter, durch Selbstzensur gar nicht erst geteilt wird von vielen, weil sie Angst haben, dass sie sich dadurch schuldig machen können. Ja, und ich denke ergänzend dazu, das geht ja auch oft um gesellschaftliche Probleme. Zum Beispiel jetzt in jüngster Vergangenheit ist es der Fall von ein 6-jähriges Mädchen, wenn ich richtig bin, da wurde darüber gesprochen und informiert, dass ein 6-jähriges Mädchen zwangsverheiratet wurde. Ja oder nein, also diese Diskussion kann ich ja jetzt nicht genau verfolgen, aber es war auch schon zu lesen, dass die Leute, die das veröffentlichen, Ärger bekommen. In welchem Maße auch nicht, das kann ich jetzt nicht im Einzelnen sagen, aber auf jeden Fall aus früheren Verfahren weiß ich, dass Journalisten, die berichtet haben über Kindesmissbrauch, sehr wohl sehr lange sehr viel Ärger bekommen haben und dann wegen Terrorpropaganda 2 Jahre inhaftiert waren, obwohl wahrscheinlich der Grund ein anderer war. Weil sie über andere Sachen, über gesellschaftlichen Missständen berichtet haben. Ja, also es wird jetzt die letzten Tage ganz intensiv über diese Missbrauch von diesem damals 6-Jährigen. Heute ist sie Genau. 22, weiß ich nicht mehr. Sie wurde damals einem 30-jährigen religiösen Imam von ihrem Vater vermittelt. Es ist brutal. Also es passieren, also in Gerichten werden eben Männer, die Frauen töten, zum Beispiel einfach freigelassen mit Argumentationen von die Frau hat irgendwie mit ihrem Anzug provoziert oder es werden Vergewaltiger, die Militäroffiziere sind, einfach freigelassen. In dem Fall verbietet man eben öffentliche oder freie Pressearbeit zum Thema über Kindesmissbrauch schon wieder, was immer wieder vorkommt und dann aber wieder unter den Teppich gekehrt wird, also durch den ganzen gemainstreamten Diskursschaffung wird das gemacht. Es ist ganz, ganz brutal. Ich möchte vielleicht noch auf einen Punkt ansprechen, bevor wir dann zum Inhalt von deinem Buch übergehen, liebe Bernadette. Die Frage richte ich jetzt zuerst einmal an Oktay. Es geht um die Vergabe von staatlichen Anzeigen.
Was hat es mit der Vergabe von staatlichen Anzeigen auf sich? Vor allem, weil zum Beispiel eben seit August 2022 auch die Tageszeitung Evrensel bedroht ist. Also ich formuliere diese Frage jetzt einmal so und bitte dich darum, dass du auf die Details eingehst. Also dieses, die Anstalt für amtliche Veröffentlichungen, BIC, gibt Anzeigen auf an die Presse sozusagen. Die wurde in den 60er Jahren, ich glaube 61 oder so, gegründet als Überwachung oder als Möglichkeit, die damals allein regierende demokratische Partei so ein bisschen zu bändigen, weil es eine Art gefütterte Presse, so wurde das damals definiert, gab. Das heißt, staatliche Anzeigen wurden an die Zeitungen gegeben oder an die Medien gegeben, die der Demokratischen Partei nahestanden. Alle anderen Parteien oder beziehungsweise Zeitungen bekamen keine Anzeigen, dementsprechend keine staatlichen Zuschüsse sozusagen für Anzeigen, sodass man dann dementsprechend das irgendwann mal eingeführt hat, 1961, um eben diese gefütterte Presse so ein bisschen zu bändigen, beziehungsweise auch anderen Medien Möglichkeiten zu geben, staatliche Unterstützung zu bekommen durch Anzeigen. Offiziell ist die BIC seitdem auch damit beauftragt, sozusagen lokale und unabhängige Presse zu unterstützen durch gerechte Verteilung von staatlichen Anzeigen oder Werbeanzeigen allgemein. Aber sie agiert nicht als gerechte Verteilungsmaschinerie, sondern als sozusagen als Richterin von Medien, von kritischen Medien. Das heißt, die Evrensel ist jetzt eine von einigen wenigen übrig gebliebenen Zeitungen, die kritisch weiterhin regelmäßig trotz Auflagen und so weiter produzieren und verkauft werden. Aber die BIC hat jetzt durch 2019 schon mal beschlossen, keine Werbeanzeigen an die Evrensel zu geben und das jetzt letztes Jahr noch mal verstetigt und verewigt, indem sie dann einfach dahergezogene Gründe aus den Fingern gesogen hat, die da zum Beispiel wären, dass 4000 verkaufte Exemplare dazu gehören, um staatliche Anzeigen zu bekommen. Die Evidenzell ist eine kleine Zeitung, hat eine Auflage von wenigen Tausenden oder ja, im mittleren Bereich vielleicht. Aber sie hat auch aufgrund von massiver finanzieller Anzeigen seitens der AKP-Regierung oder seitens Erdogan wegen Präsidentenbeleidigung, wegen Terrorpropaganda und so weiter, ganz viele Geldstrafen bekommen und steht am finanziellen Ruin, sodass sie dann dementsprechend ihre Mitglieder und ihre Sympathisanten aufgefordert hat, nicht nur eine Zeitung zu kaufen, sondern mehrere und das an andere weiterzuleiten, zu verkaufen. Zumal durch Regulierung von verschiedenen Kiosks-Verteilbetrieben die Evidenzell auch sowieso nicht überall verteilt und auch nicht überall zugänglich ist. Das heißt, dementsprechend findet da schon mal eine Zensur statt, dass die Zeitung nicht an die Kioske geschickt wird, wenn sie dahin geschickt wird, dass sie unterm Tresen bleibt und nicht hochgenommen wird, dass man sie überhaupt sieht und dass dann einige wenige überhaupt diese Zeitung dann im Tresen auslegen, sodass man dann die kaufen kann. Sodass dann natürlich Sympathisanten der Evidenzell dahin gehen, mehrere Exemplare kaufen, das dann von Hand weiterverkaufen oder an Abonnenten eben weitergeben. Das heißt, die BIC hat somit beschlossen, was ein Abonnent ist. Ein Abonnent ist einer, der das persönlich kauft. Aber ein Abonnent kann euer auch über andere Verteiler sozusagen diese Zeitung auch erwerben. Aber das wird die BIC, dagegen hat sich die BIC ausgesprochen und gesagt, das geht nicht. Das heißt, aus dem Grunde erfüllt sie nicht die Auflage, Verkaufszahlen von 4000 mindestens. Also verdient sie es nicht mehr, sodass dann das dementsprechend jetzt durchgesetzt wurde, dass die evidenziell überhaupt keine Anzeigen mehr bekommen soll, obwohl sie ja eben durch die Handverteilung dann auch die Zahlen erreicht. Das heißt, das sind einfach dahergezogene Gründe, um dementsprechend die Zeitung zu verbieten oder beziehungsweise so an den finanziellen Ruin zu bringen. Wir haben immer wieder mal den Fall gehabt, dass Menschen, die für die Evidenzell schreiben, angedroht wurden, vor Gericht gezogen wurden und große Geldsummen zahlen mussten. Wir haben die Zeitung mehrfach mit mehreren Zehntausenden von türkischen Liren Strafen konfrontiert gesehen, die über Solidaritäts- und Spendenkampagnen dann teilweise bezahlt wurden. Einzelne Journalisten der Evidenzell wurden verhaftet oder haben Haftstrafen bekommen. Yusuf Karatas, der damalige sozusagen Herausgeber, der hat eine Freiheitsstrafe von über 10 Jahren und so weiter. Das heißt, wir haben durchaus
viele Probleme, die die Zeitung hat. Und die Evidenzell soll eben auch mundtot gemacht werden, nicht nur eben durch Zensur, durch Gesetze, sondern eben auch durch den finanziellen Ruin. Und das ist genau das, was gerade passiert. Das heißt, wir haben hier eine Behörde, die dafür sorgt, dass die selber ihre Befugnisse übersteigt. Das heißt, sie darf diese ganzen Sachen ja nicht machen. Das sind ja demokratische Rechte, die sozusagen in einem demokratischen Staat gewährleistet sein sollten. Aber eine Behörde kann dann durch Zensur oder durch willkürliche Maßnahmen dafür sorgen, dass eine kritische Stimme verstummen soll. Genauso wie die Lütück, die ja einige Zeitungen, auch Fernsehsender in letzter Zeit dann bestraft hat, die kritisch berichtet haben über verschiedene Sachen, als zum Beispiel der Bombenattentat in Istiklal war, haben einige Fernsehsender darüber berichtet. Nicht nur einige, sondern alle haben darüber berichtet, aber nur ausgewählte kritische Fernsehsender haben eine dreitägige schwarze Bildsperre sozusagen ausgesprochen bekommen. Das heißt, obwohl alle darüber berichtet haben, dementsprechend ja trotz Nachrichtensperre darüber sprachen, dass eine Explosion stattgefunden hat, dass da das und das gemacht wird, dass dort die und die Person schon bereits verhaftet wurde und so weiter, als diese ganzen Sachen liefen und auch von offizieller Seite, hat man die eine Zeitung oder beziehungsweise den einen Fernseher mit Strafen belegt, was durchaus dann eben damit zusammenhängt, dass das eben die kritischen Stimmen sind, die man mundtot machen möchte und die dann eben dementsprechend nicht mehr ausgestrahlt werden sollen, weil eben man sich so sehr fürchtet vor dieser einen kritischen Stimme. Darf ich mal nachfragen, war es denn so, dass über den letzten Bombenanschlag, dass dann die Sender, die gesendet haben, dass die dann eigentlich nur die staatliche Information gesendet haben oder haben die auch anders berichtet? Nun, im Endeffekt, jeder Sender berichtet das, was er für richtig hält, und ideologisch ist er ja auch meistens abhängig oder in eine Richtung dominant, und viele Sender sind AKP-nah und berichten dann dementsprechend das, was berichtet werden soll und darf, sozusagen. Aber wenn jemand kritische Fragen stellt, wenn zum Beispiel in dem Falle war das so, dass auf einmal nach ein paar Stunden schon eine Attentäterin gezeigt wurde, mit Namen genannt wurde, hier, wir haben eine Terroristin verhaftet. Und wer sozusagen hinterfragt hat, wie kann man so schnell jetzt jemanden finden und wieso gibt es da kritische oder beziehungsweise widersprechende Aussagen diesbezüglich, wenn man diese Frage gestellt hat, hat man dann eben falsch berichtet, falsche Desinformationen vermittelt. Aber diejenigen, die dann diese Fragen nicht stellen und sagen, da ist eine Terroristin verhaftet worden, die ist schuldig, dann ist alles gut, sozusagen. Das heißt, es ist durchaus so, was man und wie man erzählt. Und genau das ist das, was ich gerade meinte oder versuchte zu sagen. Das waren die Sender, die dann halt eben geguckt haben. Da sind aber einige Widersprüche. Wie kann man diese Widersprüche vielleicht klären oder erklären? Die wurden dann dementsprechend dann mundtot gemacht, oder man hat versucht, eben diese mundtot zu machen. Und man hat dann dementsprechend auch schwarze Bildschirme verhängt. Das heißt, 3 Tage Sendeverbote und so weiter teilweise. Oder eben halt andere Maßnahmen gegen diese Sender oder beziehungsweise jetzt in dem Falle von Evidenzell, jetzt speziell nicht für diesen Fall, aber grundsätzlich, dass man dann eben durch Big-Beschlüsse ihr Werbeanzeigen entzieht und dementsprechend dann sie in den finanziellen Ruin treibt, während man auf der anderen Seite noch massenhaft juristisch gegen sie vorgeht und Verbote, aber auch finanziellen Ruin dann verursacht. Danke. Wir haben über den Bombenanschlag in unserer ersten Türkei aktuell Folge diskutiert. Also für Interessentinnen, die sich das vielleicht noch einmal anschauen möchten, weil da haben wir eben auch teilweise auch darüber gesprochen, wie das eben mit der Gleichschaltung der Medien funktioniert, der Meinungsmache funktioniert, und dass es bei diesem Bombenanschlag zum Beispiel eben nicht ausgereicht hat, dass man die gesamte Öffentlichkeit davon überzeugt hat, dass das zum Beispiel ein PKK-Angriff gewesen ist, dass man trotzdem dennoch aber gleich mit den Luftbombenangriffen in Rojava und in der kurdischen Region im Irak zum Beispiel gestartet hat. Also über diese Inhalte haben wir in der ersten Folge gesprochen. Aber ich möchte noch auf die Zeit vielleicht hinweisen. Wir haben ungefähr 10 Minuten Zeit. Okay. Ich möchte gerne auf das Buch gleich überleiten. Bernadette, also über Mauern und Stimmen.
Du bist Mitherausgeberin mit Cornelia Rohr. Ich möchte gerne wissen, was es mit diesen Gefängnistexten von Nedim Türkfenç hat. Vielleicht beginnen wir mit den Informationen zur Person von Nedim Türkfenç. Wer ist Nedim Türkfenç? Okay, es gibt ja eine gute Überleitung, weil Nedim Türkfenç ist verurteilt worden in der Hauptsache, weil er berichtet hat über ein Video oder über eine Situation in der Gegend von Yüksekova. Und dieser Bericht hat er veröffentlicht in Evrensen in August 2015. Und das passt dann ja jetzt ganz gut, die Kritische Zeitung. Der Nedim Türkfenç ist ein kurdischer Journalist, ein junger Mensch, der in 1990 geboren ist, in der Region Yüksekova. Und er hat in diesen Zeiten der bürgerkriegsähnlichen Zustände in den kurdischen Regionen in der Türkei eben halt berichtet über, was passiert und was mit den Zivilbevölkerung passiert. Unter anderem dieses Video, worüber er berichtet hat, war eine Situation, wo auf einer Baustelle Arbeiter von staatlichen Sicherheitskräften beleidigt, gefoltert und beschimpft wurden. Und darüber hat er berichtet und das hat böses Blut gegeben bei den Sicherheitskräften oder bei den staatlichen Organisationen und daraufhin wurde er bedroht und hatte ganz viele Drohungen und andere Sachen und immer wieder wurde ihm das Leben schwer gemacht, obwohl von anderer Seite er ein sehr großes Lob für seine Reportagen und Recherchen bekommen hat. Das mündete dann darin, dass er im Mai 2016 festgenommen wurde. Ja, welche Gruppe von Sicherheitskräften das jetzt war, weiß ich jetzt nicht, aber ich kann ja nur schildern und das wird auch geschildert in dieses Buch von seinen Freunden oder Kollegen, die das miterlebt haben oder von ihm gehört haben mit einer schwarzen Tüte über dem Kopf, wo die Militärs oder Polizisten untereinander besprachen sollen, müssen wir ihn jetzt töten oder sollen wir doch nicht und diese ganze Folter hat dann tagelang angedauert. Seine Verwandten, Freunde, Kollegen wussten tagelang nicht, wo er war und dann kommt etwas, was uns, also mich auf jeden Fall und meine Freunde hier in Deutschland auch total schockiert hat, weil im ersten Moment, weil die Kollegen gesagt haben, wir waren froh, dass wir hörten, dass der jetzt im Gefängnis war, weil dann wussten wir, er lebt noch. Und wenn man sich das so mal vor Augen führt, was da mit dem jungen Menschen passiert, der eigentlich nur veröffentlicht hat, was in der Realität passiert, das nimmt einen ja schon mit. Und diese Geschichten habe ich aber eigentlich erfahren. Es gab ja, wie Sie vielleicht auch wissen, vor einigen Jahren sehr viel Interesse über die Pressefreiheit in der Türkei. Vor allen Dingen auch, weil einige deutsche Journalisten betroffen waren. Und bei diesen Diskussionen habe ich per Zufall, ja jemand daran teilnahm, ein Kollege und ein junger Kollege von Nedim, der im gleichen Verlag gearbeitet hat, kennengelernt. Und der hat mir dann auf das Schicksal von Nedim und seine Kollegen hingewiesen. Und man muss dabei vorstellen, dass dieser ganze Verlag oder Nachrichtenagentur, heißt das glaube ich offiziell, dass die dann auch geschlossen wurde. Und ich weiß nicht, wie viel zig Kollegen da festgenommen wurden, eben halt wegen sogenannter Unterstützung der PKK oder Terrorpropaganda, wo es aber alles gar keine Beweise gab. Es gab halt kritische Berichterstattung und das war nicht genehm und dann wurde die Nachrichtenagentur geschlossen. Und viele Leute, einige von denen, wenn ich richtig habe, sind noch in Haft, und also von der damaligen Zeit. Und es laufen auch immer noch Prozessen in diesen Sachen. So, aber jetzt nochmal zurück zum Buch. Warum dieses Buch? Wir haben dann, also ich und auch Cornelia, Cornelia ist ja auch eine fleißige Briefschreiberin oder Brieffreundin von Nedim, haben dann mit ihm Briefe ausgetauscht und wie es ihm ging und nicht. Und er schickte dann zuerst an Cornelia, die hatte ja schon länger mit ihm korrespondiert, ein Gedicht.
Und das hat uns ja sehr beeindruckt. Und gleichzeitig war auch Pen International hat neben unterstützt, da hat er Kontakte mit gehabt und auch da tauchten so Gedichte auf. Und es kamen gleichzeitig Texte von Nedim selber, die wo zu lesen war, dass er eigentlich seinen Mut ein bisschen verlor. Also so habe ich das interpretiert, wo wir so sagten, so was können wir machen. Also das Ziel, um da mal vorwegzunehmen, dieses Buch zu veröffentlichen, war zweigleisig. Einmal, um ihm Mut zu machen, mit ihm zu gucken, woran können wir zusammenarbeiten. Und an der anderen Seite, um auch hier diese Aufmerksamkeit für die Pressefreiheit in der Türkei doch zum Leben zu, in Leben zu halten, die Menschen hier zu informieren. Das wollten wir erst über Gedichtelesungen machen, aber dann kam Corona, das klappte dann ja nicht, aber das war ja für viele Menschen so. Und dann haben wir beschlossen, dann machen wir dann ein Buch daraus. Und haben sehr intensiv daran gearbeitet, sehr lange auch in Austausch mit jedem. Er hat seine Gedichte geschickt. Er hat uns gesagt, wen er, was er gern hätte, welche Kollegen und Freunden einen Beitrag schreiben sollten. Und haben die Gestaltung des Buchtitels, all das haben wir sehr intensiv mit ihm im Brief ausgetauscht. Und das heißt natürlich auch, das hat auch lange gedauert. Letztendlich hat es ja 2 Jahre gedauert, bis es dann in Oktober, Anfang Oktober dieses Jahres erscheinen konnte. Aber ich denke, es ist uns ja, die Resonanz ist sehr stark, sehr, sehr positiv. Und Nedim selber ist sehr glücklich darüber. Es hat ihm auch sehr gut getan, weil seit dem 29. Oktober, November, ist er wieder auf freiem Fuß, das heißt aus dem Gefängnis, und können wir selber direkt mit ihm darüber kommunizieren. So erstmal so, ich weiß nicht, ja. Ich würde, wenn ich darf, weil wir auch jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, direkt da auf einen anderen Menschen hinweisen wollen, kurz, auch evidenziell Kolumnistin und Vorsitzende des türkischen Ärzteverbandes, TTB, Frau Şebnem Korufincancı. Die ist auch seit dem 26. Oktober im Gefängnis. Während einer Sendung hat sie gesagt oder hat sie gefordert, dass man eine unabhängige Kommission gründen soll, die untersucht, ob in kurdischen Regionen chemische Waffen eingesetzt werden oder wurden. Das war die Aussage und deswegen sitzt sie jetzt im Gefängnis praktisch. Wie sich das jetzt entwickeln wird, wissen wir nicht, aber auch sie ist eine der kritischen Stimmen, die eben als Journalistin durchaus darüber berichtet, kritisch schreibt. Sie hat sogar den hessischen Friedenspreis bekommen vor einigen Jahren. Sie hat mehrere wichtige Publikationen veröffentlicht. Sie ist unter anderem auch Mitautorin des Istanbul-Protokolls, was Folter sozusagen, Untersuchung von und Dokumentation von Folter als Grundlage nimmt. Und da haben wir eine sehr prominente Person, die gerade im Gefängnis sitzt, weil sie eben kritische Fragen gestellt hat, in der Evidence jetzt in dem Falle auch schreibt und so weiter. Das heißt, auch zu den kritischen Menschen, wenigen kritischen Menschen gehört, die auch öffentlichkeitswirksam sind, die nicht nur Linke anspricht, sondern die auch als Ärztevertreterin Mediziner hinter sich hat, die Wissenschaftler und so weiter hinter sich hat. Und da sehen wir durchaus auch Parallelen, wie die Herrschenden eben gegen kritische Stimmen umgehen, egal ob es Journalisten sind, die über Kriegssituationen und Angriff oder Menschenrechtsverletzungen berichten, oder ob es Menschen sind, die dann eben halt chemische Waffen oder überhaupt nach der Frage stellen, ob da eventuell chemische Waffen im Spiel sind, dass durchaus dann auch diese Menschen mundtot gemacht werden. Und da brauchen diese Menschen, diese Zeitungen, diese Medien durchaus auch unsere Solidarität. Nicht nur eben, dass wir das öffentlich machen, sondern auch finanzielle Unterstützung und auch Briefe und solidarische Unterstützung, auch Protestbriefe an die zuständigen Behörden und auch an die Ministerien und so weiter. Und da möchte ich dann hier kurz noch auf dieses Appell, darauf hin appellieren, dass man auch hier in Deutschland dann die kritischen Stimmen in der Türkei unterstützen kann, indem man sich mit denen solidarisiert und versucht, das öffentlichkeitswirksam auch in der Welt zu verbreiten.
Vielen Dank. Möchte ich noch ganz kurz dazu sagen, dass sowohl die Seppnen, der Arbeitskreis oder der Verein Stimme der Solidarität in Köln, die macht Postkartenaktionen und Briefaktionen gerade auch für Seppnen. Sie haben ja auf ihrer letzten Konferenz die Seppnen zu Besuch gehabt im Oktober und setzen sich für sie stark ein. Auch IPPNW macht diese Tage eine Podcast oder einen Online-Diskussionsabend und im Dezember wird ihr Prozess sein. Es wäre also ganz gut, denke ich, der richtige Zeitpunkt. Der sich solidarisch zeigen will, jetzt ist ein wichtiger Zeitpunkt, das jetzt zu machen. Ja, vielleicht als Fußnote, vor ein paar Tagen hat der türkische Verteidigungsminister gemeint, die haben sich das selbst angeschaut, sie haben das selbst untersucht und sie sagen, es ist definitiv nicht der Fall, dass chemische Waffen eingesetzt worden sind. Genau. Ich möchte, Bernadette, dich bitten, dass du als letztes und damit beenden wir die Folge für heute. Was die Message an die Öffentlichkeit ist von eurem Buch über Mauern und Stimmen? Ja, unsere Message ist zu schauen, was bedeutet die Meinungs- und die Pressefreiheit, wenn man das vergleicht, wie das in anderen Ländern ist, und sich bewusst zu machen, welche Bedeutung das hat, welche Bedeutung das auch für die Demokratie hat, im nächsten Wahlen in der Türkei. Und wir haben hier auch viele Mitmenschen, die ein Wahlrecht haben in der Türkei. Und ich denke mal, vielleicht kann man, wenn man unsere Mitbürger hier informiert, über was da passiert, Nachbargesprächen vielleicht führen. Und auf jeden Fall, Menschen sollten informiert sein, dass es nicht alles so aussieht, wie in der Öffentlichkeit dargestellt wird, dass es ganz viele persönliche Betroffenheit für die Menschen in der Türkei gibt. Vielen herzlichen Dank. Ganz liebe Grüße auch an die Cornelia von unserer Seite. Danke, werde ich ausrichten. Herzlichen Dank auch Oktay. Vielen Dank, unsere Zuhörerinnen. Wir freuen uns darauf, Sie mit einem neuen und nächsten Themenschwerpunkt in einer neuen Türkei aktuell Folge wieder begrüßen zu dürfen. Schönen Abend, schönen Sonntag und schönen Beginn einer neuen Arbeitswoche ab morgen. Dankeschön. Danke, schönen Abend. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.